Was geht ab, Ivis? Willkommen zu einer weiteren Folge. Siehst du die Vini da vorne? Zwei Klopfgeist, genau unsere Beute, wir lieben es. Ja, lass mal da, lass mal da, lass mal da. Und heute mal wieder Rust, Baby! So, Aufnahme und Mikro stelle ich mir genau ein, denn ich möchte einfach die perfekte Soundqualität für euch haben, Freunde. Das soll wieder richtig geil, Pongnis und einfach nur Evil werden. Wir haben jetzt hier einen neuen Server. Vorgestern gewiped, die Leute sind krank, zocken wie ein Stück Scheiße und sind schon wieder richtig weit. Lass mich hier über den Stein rechts. Abkürzung. Alles klar, pass auf, dass sie uns nicht trappen. Haben sie Piste oder ähnliches? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Auch zu zweit, ne? Haben sie das verarscht? Sind sie weg? Da unten sind sie. Okay, sie haben Piste. Geh in Deckung. Wirst du viel getroffen? Ja, schon ein bisschen. Bleib erstmal in Deckung. Kommen sie? Nee. Langen sie ihn nicht machen? Ja, warte, die müssten eigentlich leer geschossen sein, oder? Rack die erstmal komplett hoch, ne? Hab ihn einmal getroffen unten. Und rechts hab ich getroffen. Ja, okay, gut dann. Wuhu! Baby, was geht denn ab hier? Bist du wieder voll leben? Ja, so gut wie. Sehr gut. Gut, dass wir so viele Pfeile haben. Verziehen sie sich weiter? Die verziehen sich, weil sie Angst haben. Wollen wir ein bisschen pushen? Jo. Pass auf mit Hedy, ne? Hedy bringt uns zwar nicht um, aber... Oh lol, sie ziehen Bogen. Okay, nur noch der linke Typ hat wohl Bullets. So, du hast gerade nochmal getroffen, ne? Nee. Hab getroffen? Nice. Lol, sie haben Tommy gepult, perfekt. Lol, okay, richtig knapp. Push. Weil die laufen uns genau zu ihrem Haus. Einfach den Zombie in der. Oh ja, perfekt, warte. Hab ihn. Nice, noch den anderen. Boah, beide down, warte, vorne ist noch ein Typ. Und so ein. Loote, okay, ich vertreib ihn. Warte, ich töte kurz den Zombie. Oh, Gott, ich hab die anderen auch gekillt. Nice. Oh, richtig, haben richtig viel Loot. Die haben richtig viel Loot und die müssten eigentlich auch gut haben, oder? Ja. Lass schnell verpissen hier, denn ich kann mir vorstellen, dass die bald wiederkommen. Ich hab Bullets bekommen. Oh, der andere Typ war eigentlich auch richtig noch Kevlar Boots hatte da einen, lol. Ja, wir haben den richtig abgezogen, Vincent. Du machst auch, glaube ich, Vini, du hast richtig gut getroffen auch, glaube ich. Die Dreierbox hier auch. Oh, Vini, wir haben so den perfektesten Start wieder am Stüssel. Oh, der andere Kevlar, Lederkopf, Lederboots. Dann müssten wir dran. Die haben gefaked, ey, die haben gefaked. Ja, ne? Die haben kaum sich gegen angehielt, die haben einfach nur gefaked, die haben ein richtig gutes Gear und einfach nur scheiße an. Also hat nur eine scheiß Brust an. Meine hat nämlich auch Kevlar Boots. Ja, meine war ziemlich viel Leder. Okay, wollen wir? Weg? Ich kann weg. Ja, hier noch ein paar Arrows aufstacken. Boah, gut, dass wir so viele hatten, ne? Alles gelootet, ja, ne? Ja, lass weg. Steck nicht deinen Pimmel immer in den Looter, sondern... Den Bogen habe ich noch gesehen, der war noch drin. Wieso nicht noch mitnehmen? Mit was haben wir auf uns geschossen? Mit Revolver, ne? Ich hab einen Revolver. Ich habe auch einen Revolver. Okay, war halt keine Piste, aber ich meine, Revolver ist auch okay. Einfach nur laufen. Ja, sorry. Just run, boy. Ja, ich bin ja festgepackt. Ja, warte, ich muss mal kurz was gegen mein Dot tun. Ich hab keinen Bandage. Tommy ist ein Ball geklärt. Ja, gib mir mal bitte eine Bandage. Leute, du hast keine Bandagen. Ich hab dir vorhin. Ich hab drei Hits bekommen. Ja, dann hattest du aber nur drei Bandagen dabei. Ja, hatte ich auch. Ja, wieso nicht fünf? Keine Ahnung. Na, weiß ich auch nicht. Also du hast auch einen Revolver jetzt, ne? Ja. Wir wohnen hier ganz in der Nähe. Ja, wie? Das war richtig geil, Alter. Dass wir jetzt hier schon. Boah, da vorne ist einer. Auch den dritten, den die sind auf den. Das Problem war bei denen, sie sind in Panik gegangen. Sie haben sie zu krass auf der Distanz getroffen. Ich habe insgesamt durch drei Schüsse getroffen. Sie haben uns zu wenig getroffen. Wie viel haben sie dich denn getroffen? Ja, am Anfang, ja, so drei, vier Mal haben sie mich schon getroffen. Ja, also schon gar nicht so schlecht, ne? Ja. Was wäre er da jetzt von uns? Wo? Hinter uns. Lauf einfach. Dass du dich überhaupt mit so einem Scheiß anlegst. Run, bitch. Gott, Alter, ich hab ihn down. Okay. Denkt dran, wir nehmen aus. Oh, so low hat er dich geschlagen. Ich hab auch keinen Steak mehr. Achso, also ich guck, er hat dich fast bekommen mit so einem Scheiß. Fast. Denkt dran, wir nehmen aus deiner Perspektive aus, ne? Weil ja immer auch mein PC ein bisschen schrotty ist und deswegen müssen wir bei Vinis PC aufnehmen. Ne? Mhm. So läuft das. Ne? Jetzt mal ein Ne sagen. Boah, hast du alles aufgebraucht? Du musst da richtig gerade eben beim Fight rausgehauen haben. Hier, ich hab da ein paar Steaks gedroppt da vorne. Ich hab Komfort an hier.
Wie bitte? Hab das Feuer angemacht. Komm rein, komm rein. Wir machen zu. Dann nimm mal die Steaks hier ganz schnell, oder? Ich hab genug Steaks. Achso, dann machen wir mal zu, den Laden hier. Der Laden läuft, oder was? So, dann lege ich mir mal hier... Darf ich einmal im Müll ein bisschen... Soll ich mir die Kevlar-Boots anlegen? Kevlar, das ist ein richtig... Na, Kevlar finde ich zu krass. Warte, du kriegst die hier. Ist Leder okay für dich? Ja, klar. Ups. Boah, wir haben die aber richtig gut gefightet. Bin ich richtig stolz auf uns, dass wir die ganz abgezogen haben. Ja. Aber waren ja genau unser Beute, ne? Okay, die waren eigentlich schon besser eigentlich, ne? War ja nur die Post wirklich gefaked, ne? Ja, klar. Die haben uns eigentlich ganz schlau angestellt. Die Dinge waren sie viel besser. Vom Ding her waren sie viel besser. Ja, es wird Zeit, dass wir einen Ofen bekommen, finde ich. Wir haben Knopf, haben wir auch bekommen. Ja, lass mal einen Ofen bauen. Was brauche ich dafür? Was soll ich dafür rausnehmen? Ich brauche gerade schon... Wir brauchen erstmal 10 Low-Grade-Fuel. Hast du das schon gebaut? Ich habe 4 Low-Grade-Fuel. Das heißt, wir brauchen nur 6. Low-Grade-Fuel. Perfekt. Ich baue ganz ehrlich... Ich habe auch ein Research-Kit. Ja, danke, danke. Ich glaube, ich nehme gleich nochmal die Räuber mit, ey. Ja, mach ich. Ja, mal gucken. Ja, ich denke. Ja, wir haben eine gute Panzerung. Ja. Ich meine, der Server ist seit gestern oder vorgestern aktiv. Und dafür schon Revolver zu haben, ist schon nicht schlecht. Weißt du? Ja, ist okay. Ich baue auch gerade schon eine Foundation. So, Problem gib mir mal deinen Low Grey Fuel, bitte. Ja, hier bitte. Hier bitte der Herr. So. Das Problem ist, dass es gerade ein bisschen klein hier wird. Ja, deswegen will ich ja schon eine Foundation bauen. Achso, Foundation, ja, sehr gut. Problem ist nur, dass wir wahrscheinlich nicht genug jetzt Holz haben für den ganzen restlichen Kram, ne? 175 haben wir noch. Ja, habe ich mir mal rausgenommen. Ah, kommen wir nicht so weit. Wir haben nochmal 175. Nochmal, haben wir es gesplittet? Ah ja, okay, dann könnten wir schon was bauen. Problem ist jetzt aber nur, dass wir keine Metal Door bauen. Aber du wolltest ja mit einer Holzdümer baiten. Wir können 2 Doors bauen. Nein, warte, daraus können wir so viel. Ja, aber den Ofen, wo wollen wir den Ofen sicher? Nein, wir machen wir in der Nacht, dann kämpfen wir uns ja einfach hier drinnen ab. Lass doch dann gleich nochmal schnell losziehen. Aber wir können alles gar nicht mehr lagern. Ja, ist auch egal, das lassen wir im Inventory und dann machen wir das dann. Was willst du im Inventory lassen? Ja, einfach sowas wie 3 Steine oder irgendwie sowas. Ja, okay, also versuche jetzt alles reinzulagern. Ja. Und wenn das was wird. Ja, lass mich da nochmal an deine Box ran, ja, die ist voll. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hab am Stissel. Man will immer ein Stüssel sagen. Das ist der Swaggy Wort, ey. Ja, weiß ich nicht. Soll ich eine versteckte Box hinter der Tür da und da ein Dings bauen? Ich mach das. Was würdest du sonst uns empfehlen? Einfach jetzt den Kram hier drin lassen und losziehen. Ja, du hast ein schönes Kit. Dein Research Kit. Warte mal, was haben wir denn noch so? Was können wir researchen? Lass los, sie bitte. Weil ja, das ist der schöne Tag. Ja, machen wir doch. Aber guck mal, noch mal im Inventory, was da noch alles drin ist. Das ist doch egal. Ja, 27 Bullets. Ja, pack doch den Kram da rein. Den kannst du reinpacken, den kannst du reinpacken. Chill, dude. Chill. Oh. Ja, zum Beispiel da rein. So, the door is locked. Bitte auch mal. Wow, komm zurück. Rein. 6 Leute waren oben. 6-mal Leder. Ehrlich? Ja. Oh nein, ehrlich? Ja. Und jetzt? Einfach leise sein. Haben wir das gesehen? Nein. Hast du den Ofen alles ausgemacht? Ja, ja. Sehr gut. 6-mal Leder? Ja. Krass. So, kein Sound machen, ne? Oder? Nö, einfach hier rumstehen. Passt hier noch eine hin? Nein. Mal jeder. Brauchst du noch irgendwas Gear-Technisches? Nein. So, ich sehe, dass hier unsere einzelne Munition eingelagert ist. Schon wieder horrible. Was kriegst du da? Was kriegst du da immer? Ein ganzes horrible. Achso, das ist horrible ist das. Ja, warte, dann packe ich jetzt meine Box da noch rein. Die Stickies kommen hier hin. Habe ich genug Stickies am Stissel, würde Vini jetzt sagen. Die Foundation kannst du auch schon mal draußen hinsetzen. Gut, ja, dann ist das ja schon wieder okay, wenn man stirbt. Die nehme ich noch mit.
Dann kommt. Ja, dann kann man wirklich schon sterben, dann ist okay. So, die Foundation setzen wir schon mal hin draußen. Ja, it's time to die. Fahren wir raus einfach? Ja, raus. Scheiße. Was, wo wollen die Foundation? Ja, wo wollen die hinsetzen? Jetzt mal. Keine Ahnung. Wollen sie hier hinsetzen? Mal noch ein Ticken weiter, würde ich sagen. Lass sie hier oben hinbauen. Hier so? Ja, okay, ich setze sie. Setz sie mal so. So? Ja, genau so. Perfekt, und weiter. Gut, dann müssen wir. Hab den Revolver dabei, ne? Naja, steckt den aber nicht rausziehen, ne? Nö, nö. Lass den Lümmel mal in der Tasche. Was hast du einmal dein Kümmel? Okay. Ich hab sogar auch eine Box dabei, falls irgendwo drüber klettern müssen, ne? Mhm. Fehlt nur das Lagerfeuer. Wie viele Medi, sonst nimmt der nochmal Medi raus? Haben wir mitgenommen. Ist die riesen Metallhütte die Admin Base? Und links ist einer mit dem Bogen. Ja, kill mir, ne? Ja, mit dem Bogen erstmal geschossen. Oh ja, perfekt. Komm, er ist gerade am Looten. Schnell, 3, 2, 1, Feuer. Boah, ich hab daneben geschossen. Ja, was für eine riesen Distanz. Wir müssen uns annähern. Er checkt uns noch gar nicht. Ja, warte, warte, er geht doch wieder hin. Getroffen. Oh, nice. Wir vielleicht sonst mit dem Revolver. Ach so, ein bisschen. Oh, warte mal, da hinten lief noch was. Ich weiß ja, nicht, ein guter hinten. Da lief ein mittelmäßiger. Ja, warte, 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 warte. Der Typ, siehst du das? Wo bist du? Ja, lass, schnitzel schon mal die Zombies. Schnitzel schon mal die Zombies. Scheiße, auf die Zombies. Nein, die nerven uns gleich. Die haben wir nicht. Warte, der Typ, der aimt auf uns. Ja, komm, Revolver. Okay, komm von links so ein bisschen. Nein, ich bin hinter dir jetzt, genau. Oh, bin ich abgekackt. Fuck, ich hab keine Munition dabei. Hab ihn einmal getroffen. Auch einmal. Geh du links lang, links langs. Okay. Reloader. Er geht rechts den Weg lang. Ich seh ihn. Mach mehr, du machst Bogen, okay? Ja, ich hab Bogen. Also klar mit deinem Leben und so. Ja. Er hat alle Zombies ein Akku. Okay. Ultra Chase einfach. Hab ihn getroffen, ist tot. Nice. Okay, lauf Zombies. An. Du die Zombies einfach mit dem Bogen. Du musst laufen. Lauf von deinem. Noch einer. Oh mein Gott, er ist gestorben. Okay, du lootest? Ja. Boah, hier oben liegt doch ganz viel noch. Kevlar, Hose, Knarre, ziemlich viel Schuss, Pumpgun. Pumpgun? Ah, ist wie ein Chicken weggelaufen. Ja, gut. Wie ein Chicken, sagt er. Ja, lass weiterziehen. Willst du irgendwas mir auch abgeben davon? Hast du, warte mal, Piste, Munition habe ich eigentlich nicht. Was willst du haben? Willst du eine Pumpgun oder willst du die Pumpgun haben? Ne, nehme ich lieber die geile Piste. Gut. Aber lass die Piste auf jeden Fall wegbringen, oder? Wir können jetzt nicht mit zwei Piste rumzulaufen, wäre schon ganz schön blöd. Ja, okay. Vini, wir haben genug Zeit, auch wenn jetzt irgendwie gleich Nacht wird oder so. Ich finde es nicht so schlimm. Ja, klar, den Nacht soll ich nur nutzen, aber jetzt so ein Gear zu wasten, das ist, da brauchen wir deutlich länger noch dran. Ja, meine Frage, das Problem ist, an der Nacht können wir einfach nichts machen, ne? Ja. Aber wir können auch kein Holz haben. Kein Holz? Warte mal, bist du das ja gerade, ja. Ich habe auch noch mal eine Kevlar-Hose, ne? Bekommen von ihm. Kevlar sogar? Was war denn das für ein guter, ey? Dafür haben wir ganz schön wenig getroffen, ne? Pack mal den Pumpgun weg. Er hat nichts getroffen. Du? Er hat überhaupt nichts so. Nee, gut. Aber ich versteh's nicht. Wir haben ihn doch gar nicht so oft getroffen, oder? Okay, ich hab einmal mit Bogen. Revolver, ich hab ihn einmal mit dem Bogen getroffen. Er hat tatsächlich keine Mats gegen angehauen. Dann haben wir dreimal Revolver, einmal Bogen, ne? Er hat ja keine guten Mats gehabt, er hat nur Chicken. Wow, was geht denn hier ab? Ist da oben einer? Leute, ist einer. Der tötet. Wartet der ganz wieder, den zweiten. Weg, 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 weg. Oh, lass mal ganz schnell weg. Das sind mehrere. Zwei gute sind da, zwei rote. Ja, lass doch weg. Ich sehe es jetzt schon, gleich sterben wir und wir verlieren alles. Ich lauf doch weg. Alles klar. Ich darf das nur sagen, dass ich das hier gekommen sehe, oder? Das. Lass laufen, Alter. Die chasen uns richtig. Lass mal ins Gebirge. Was weiß nicht, auf jeden Fall eine große Waffe. M4, Pumpgun, weiß nicht, kann ich nicht orten. Kann ich nicht erkennen, was. Schießt auf dich. Ja, müssen wir stellen. Ich lauf hinter. Lass mal hinter dieses Gebäude gehen, da können wir ihn holen. Oh, der Stegis rein. Er kommt links lang, links lang. Links rum? Getroffen.
Ich komme rechts rum. Ich sehe Sparta, Motherfucker. Ja, ich sag's ja, da sind Sparta. 4, 5, 6, 5, 7, 7, 8. Alter, krass. Krass, ja. Tu nichts, Mann, haben wir's getrappt. Das war Sparta. Das waren die Typen auch, die du vorhin ja schon gesehen hast, ne? Sollen wir dann bitte gegen diesen Trupp machen, wenn er hier ganz durch die Gegend läuft? Ja, der ist echt heftig, der Typ. Der ganze Trupp. Und was haben die ja auch? Alle Pumpgun und sowas, ne? Wir hatten alle eine Waffe. Ja. Meine Prophezeiung wurde wahr. Ja, okay, was wollen wir jetzt machen? Bauen jetzt oder? Womit? Holz haben wir doch ein bisschen was. Und ein bisschen was haben wir auch hier gelassen. Ich kann ein bisschen bauen, lass bauen. Dann nehme ich eine Stone Hatchet mit und gehe ein bisschen farmen. Okay. Und dann baue ich in der Zwischenzeit, ne? Ja. Also jetzt aufpassen, dass du nicht wieder zu Sparta vordrückst. Ist egal, wenn ich richtig sterbe. Krass, das ist ja gerade, ich meine, da waren gerade 6-7 Leute komplett gut geglückt. Kam da einfach, ja, das ist einfach deren Server. Wahrscheinlich so ein bisschen so eine Community auf Fun. Weißt du? Mhm. Ich dachte mir einfach mal so, why not? Ist halt auch nicht auf ernster Basis, sondern so ganz entspannt. Am besten fahren wir eigentlich immer, wenn wir PvP machen, finde ich, oder nicht? Was soll ich denn sonst machen? Weiß nicht, könntest bei mir sonst in der Base bleiben oder so. Ja, aber ist mein Ernst, was wollen wir gegen diese Leute machen? Wenn die gar nichts, wenn wir gegen diese solange nicht vom Server sind, können wir eigentlich hier kaum was machen. Weil ja, wir müssen uns ja nicht mit denen anlegen, wie nie. Wir müssen uns ja nicht zwingend mit denen anlegen. Ja, was wir gerade eben, wir wären nicht weggekommen. Sie hat uns einfach auf der Distanz weggeschossen. Das ist Sparta, das ist das! Wir sind Sparta, wenn sie das brüllen, dann müssen wir 300. 300 sind, das sind wir sind sozusagen. Wir sind die Spartaner und nicht die. Ich weiß auch schon den Titel der Folge. Ja, dann brauchen wir aber locker M4s ja, für die Distanz. Auch. Wer hat eigentlich mit der Pumpgun geschossen? Beide, ihr und er auch. Ja, ne? Haben ja auch ziemlich erwischt. Wir hatten auch fast. Hat sie einfach noch zurückgezogen, weiter. Ja, wir sind da 6 Typen an hier, ne? Oh, jetzt ist Sparta unterwegs. Oder 300. Airdrop. Ja, deswegen, also du hast es später. Boah, wann lässt er denn seinen Airdrop runter? Ist er sonst wo runtergelassen? Ja? Ja, krass. Ja, müssen wir, keine Ahnung, jetzt. Oh, da sehe ich eine Kiste auf deinem Bildschirm. Eine gute. Eine Weapon-Kiste. Ein schwules Attachment. Lol, ich hatte gerade Angst eingebackt, dass da jemand drin gespawnt ist. Gut. Weißt du, so muss man denken, wenn wir aus deiner Sicht aufnehmen, schnacken ein bisschen, was du auch bei dir siehst, ne? Zum Beispiel das Attachment. Hätte sich ruhig ein bisschen drüber ärgern können, dass da jetzt keine M4 Vini drin ist. Ach, ist nicht so schlimm. Das ist habe ich auch nicht erwartet, von daher. Das ist Rust. Aber meine, wie gesagt, meine Prophezeiung ist wahr geworden. Das ist schade, dass wir nicht die Revolver safen könnten, weißt du? Jetzt haben wir halt eine Pumpgun und halt recht viel von uns auf der Dinge. You know, bitch? Wir wären ja nicht zur Base gekommen. Ist so, ich weiß, deswegen. Du bist abgefangen, Sparta, aber wir müssen ja irgendwo in der Nähe wohnen. Müssten ja auch alles Deutsche sein, weil es ja ein deutscher Server, ne? Haben sie auch gesagt, wir sind Spanier. Oh, the door is locked. Sollen wir mal eben helfen mit dem Zombie hier? Klar. Und aufmachst? Warte. Oh. Komm einfach rein, warte. Ja, dauert ein bisschen. Oh. Gib mir... Warte. Lauf ein bisschen im Kreis, wir sind checken. Mehr 10 Sekunden. Die kommen überall mittlerweile hoch. Das weiß ich auch. Hatte ich jetzt gehauen? Nee, ne? Nein. So, okay. Headshot. Oder du wirst stolz auf mich sein. Aua, fuck, jetzt hab ich einen Zombie hier bei mir. Bam, down ist er.
Und 9mm Pilze haben die auch schon öfters bekommen? Ja, ja, you already have this blueprint. Okay. Gut, dann hier, zack, bam, clash, boom, bang. Boah, da ist auch schon wieder ein. Ja, da ist auch schon wieder einer. Aber ist ja nicht so cool, wenn wir Dings reinsetzen, ne? Ja, kann man nicht ändern. Und fürs Erste muss es reichen. Und da ist out of arrows. Vini, ich brauch deine Hilfe! 26 Sekunden. 26 Sekunden. La 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 la. Oh fuck, aber ich glaub, ich wurde schon schwindelig, ich dachte, er ist schon stehen geblieben. Warte, gleich fertig. Oh, ich dachte, ich bin den genauen Schuss gelaufen. 10 Bullets. Wolf. Warte mal, hier oben ist schon wieder einer. Kannst du mir ein paar Pfeile mal droppen? Selber nicht so viele. Wie viel hast du denn? Wenn du, wenn ich 40 Sekunden warten würde. 28. Ja, dann gib doch mal 10er. Dankeschön. Ja, kein so, komm mit. Ich möchte dir kurz unsere neue Wohnung vorstellen. Das ist die... Er muss euch nicht so schlau angesiedelt. Diese, ja, du wolltest aggressiv. Nein, die, die kleinen ja, Zombies sind... Ja, die wohnen hier auch. Hinter dir zwei. Das ist der geil. Wir kriegen, vom Ding her kriegen wir übelst viel Farm dadurch. Zwei Metal Doorways. Ehrlich? Verarsch mich nicht. Du hast gerade zwei Metal Doorways gezogen? Ja. Ach so, ich dachte zwei Metal Doors. Ja, aber kein Wasser kann Holz für mich setzen. Doch. Müssen wir fürs Erste. Ja, wer hat so viel Zeit und macht da schon das auf? Come on. Ja, du vielleicht. Gut. Das ist sozusagen unser Bait-Room, weißt du? Ja. Dahinter kommt dann noch ein richtiger Room. Das ist unsere First-Hütte, unsere Bait-Hütte irgendwie so. Ist gerade schon Pionier? Nein. Erstens habe ich keinen Access zu unserer Eindorder. Zweitens habe ich noch einen Blueprint, so, Research-Kit. Ich habe auch noch gerade noch einen Blueprint gefunden. Kannst du mir kurz nochmal deine beiden Freunde Jack und Jones anrufen? Hier mit dem Cloth Gear und dem Revolver? Hat mir ganz gut gefallen vom Ding. Was möchtest du jetzt von mir? Dass du einfach mal die Tür aufmachst, weil ich habe hier einen Bogen und 9 Pfeile und 10 ja, 9mm Bullets. Mach dich mal nützlich, stell mal von Türen her. Danke. Ganz oben. Ah, danke. Hab's doch schon wieder an. Wow. Wow! Wow! Zurück, zurück! Zieh dich zurück! Bin down! Alter, was geht denn hier ab? Oh mein Gott, krieg ich die Piraten, ey. Komm neu, komm neu. Oh mein Gott, Alter, was geht denn hier ab, Mann? Die Folge hat wenigstens mal wirklich Party-Action. Schießt so hoch, glaube ich. Wird Vini gerusht, oh mein Gott. Die so viele Bullets haben. Hau nochmal 6 rein, sonst gleich. Oh, das ist ihn getroffen. Das Ding ist, du musst mir aufmachen. Warte, ich solo die alle. Alter, was geht denn hier ab? Das ist richtig krank. Beide, ich hab alle schon mal getroffen jetzt. So, willst du mich rauslassen? Willst nein, kann ich gerade nicht. Sorry. Vorkämpfer bin out of arrows. Komm zu unserer Tür, mach auf. Da komme ich raus wie so ein kranker Typ. Ah, warte mal. Hab ich einen getötet? Weiß ich nicht, ich hab auf jeden Fall einen Bogen bekommen. Das müsste mein Glück gewesen sein. Ey, warte, du musst dich bewegen, du wirst gleich gesnackt. Okay, ich hab 9 neue Pfeile. Gut, gut, gut. Oh, weil sie verdrücken sich. Alter, das ist so krank, diese Folge. Die ist so... Willst du die chasen? Ja, klar. Ich verdrücken sie, die müssten Auto... Lol, einen haben wir getötet. Einen dicken Loot haben wir. What? Wieso war der nicht getroffen? Was heißt dick?
Ja, geht. Ich habe einen Revolver mit 8 Schuss. Die hol ich mir. Ich komm. Die holen wir uns alle. Sind alle schlecht. Warte, der kommt jetzt hier um die Ecke gepiekt. Oh mein Gott, war knapp. Ich hab noch einen getötet. Ja, noch einer dead hier drin. Warte, lauf. Hab nochmal getroffen. Noch zwei Bullets drin. Hab nochmal getroffen, alle tot. Oh mein Gott. Du lootest den hin, ich loote den hier. Ich loote den hier direkt. Fuck, Alter, wie viel haben wir gerade gekillt? 3. Was ist das für eine kranke Aufnahme, Vinny? Du wirst oftmals jetzt in diesem Let's Play Tiefpunkte haben, wo es einfach nur scheiße geht, weil wir oft sterben und so, aber es macht einfach nur Laune, dieses Game. Go, zurück zu unserem Basement. Wir werden gleich geradet. Ich hab ein Large. Wow. Hast du gesehen, wie ich es oben versteckt habe? Ich hab ein Large gekillt. Alter, wie du mich einfach rausgelassen bist, wie so ein Kranker, wie sie wollte ich sie alle nahkämpfen. Ja. Wie findest du den Loot? Das waren Peter und seine Freunde, by the way. Ey, das war schon wieder Jack and Jones. Das waren die du angerufen haben, oder? Ja. Boah, jetzt habe ich auch ein bisschen Bullets noch. Ja, warte, meine zwei Doorways. Ihr sollt mir fertigstellen, dann bauen wir uns irgendwie das so. Warte, machen wir erstmal zu hier oder so. Alter, es geht so krank auf hier. Wir müssen uns da drin. Warte mal, wollen wir einmal ganzen Loot nochmal kontrollieren? Ja, ich hab erstmal Full Cloth Gear. Warte, ich stell mal zwei Doorways. Zwei Doors. Boah, Vini, du hast richtig krank abgegangen, oder? Ja, ich hab ein bisschen was getötet. Ich hab noch ein Large Medikit, lass das mal researchen, aber wir haben keine Research. Ja, wir müssen Workbench. Diese komische Base da oben mal aufbauen. Ja, ne? Ja. Das war richtig krank! Oh. Die haben alle auf den Sack bekommen, ey, alle. Du hast dich komplett wirklich fast gesolo, nee, dann hast du mich so. Ich hatte nur Kevlar Boots und eine Pickaxe, Mann. Hast du Kevlar Boots angezogen? Damit wollte ich die alle nachkaufen. Ja, klar, weil sonst krieg ich einen Headshot und bin instant down. Kevlar Boots nicht. Hier ist nochmal Full Gear drin. Krank, ich brauche. Warte mal, brauchst du noch Leder Boots? Ich habe auch noch einen Revolver, einen neuen. Bloß ich habe auch einen. Okay, warte mal. So. Wie die kranken Affen da oben alle drauf saßen. Bei ja, also sah schon lustig aus, aber die Ausführung fehlte mir ein bisschen. Ne? Ja, aber alle mit dem Revolver auch, ne? Da bockt richtig. Weißt du das? Ich liebe das. Ich finde, das Spiel sollte nur aus Cloth bestehen und Revolver und Bogen, so, weißt du? Ja. Soweit es dann mit Kevlar und dann losgeht, dass jeder M4 und alles hat, dann wird es doch schon wieder langweilig. Mach mal auf jetzt hier. Die kommen doch gleich wieder. Ja, wir haben noch nicht mal jeden hier gelootet, ne? Deswegen, das wollte ich ja sagen. Lass mal ganz ausschwärmen, nochmal alles hier. Hier, oben haben wir alles gelootet. Hier haben wir noch einen noch nicht gelootet. Oder als ob das ist dein Loot. Ja. Echt? Zwei Metal Doorways. Oh ne, das war meiner, glaube ich. Ja, sonst haben wir alle die gelootet. Da komm ich gleich her. Warte, hier, das ist meine Door. Ah, das Teil eigentlich ein Dach? Das ist deine? Ne, machen wir gleich. Aber noch können sie uns da reinschießen? Eigentlich nicht groß. So, warte. Gut, warte, jetzt bauen wir da rein den Shit. Hol mal unsere Dreierbox, bitte. Genau, die holen wir. Oder eine Workbench, keine Ahnung. Gut. Ja, lass uns doch sofort researchen, das Ding, oder? Die Dreierbox? Ja. Wir haben zwei Research-Crits. Ja, aber weil wenn du das Film als placen, ja genau, dann lass es umso mehr noch researchen, ne? Komm schon. Wir müssen echt aufpassen, dass die sind so sauer auf uns jetzt. Klar, die werden neu. Deswegen sollten wir echt schnell hier so zusehen, dass wir einen Ofen bekommen. Wir können uns ja eigentlich auch ganz gute Pistols schon herstellen. So, den Ofen nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Die Hose ziehe ich mir mal an. Hier ist der Kram. Soll ich mal unsere ganzen Rohmatz mitnehmen? Hau mal rein, ja. Was soll ich machen? Die Steine, ich will erstmal, jetzt machen wir wieder zu dann. Nee, komm mal mit, nimm mal das Holz noch mit. Holz mitnehmen und dann rüber, okay? Dann bauen wir uns da eine Workbench. Einen Ofen hin und dann ziehen wir langsam um, okay? Ja. Und dann, sobald wir Holz haben, erweitern wir das Ganze hier immer so ein bisschen weiter, okay? Jo. Oh man. Soll ich mal eine Decke herstellen? Ja, wenn du das hinbekommst, wäre geil. So, ich baue schon meine Workbench, nimm einen Schluck von meinem Monster. Ceiling. Mini, du wirst einfach. Es werden viele Schicksalsschläge kommen, wie die Spartaner. Und ich sag, die Spartaner kommen auch wieder. Aber diese Cloth Guys, weißt du, dass die Cloth Guys? Herr Gift, bei 300 gibt's auch die Spartaner, die sind auch rot. Aber und gegen diese Tausende von Menschen, die sind auch alle weiß zum Teil, oder? Sind das nicht diese Cloth Guys? Ja, ne? Die sind weiß. Das ist echt richtig krass. Okay, und wir können unser Medikit noch researchen. Haben wir eigentlich beides, was wir für nicht researchen. So. Die Doors, dann erweitern wir irgendwo in irgendeine Richtung. Das heißt, ich baue auf jeden Fall hier die Workbench. Ja. Dann mal nehmen die Dreierkisten. Jetzt erst researchen. So, researched. Ja, ich habe auch noch eins. Paper braucht man aber echt irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung.
Nie gesehen, das Paper. Achso, das Research? Ja. Das ist gerade noch das Medikit Research, oder? Ich kann auch kein Medikit researchen. Na, du weißt, was du tust. So. Gut. Baue ich hier die Dreierbox hin. Und den Ofen bitte, das ist auch schon fertig. So, und jetzt können wir ganz schnell alles reinballern, wenn du willst, und dann nochmal ganz schnell losziehen, bevor es gleich ganz dunkel ist von mir aus. Ja, okay. Ja? Weil ja. Es wird gerade langsam dunkel und vom Ding her können wir noch einmal ganz. Ja, gut, dann hole ich kurz den Scheiß und du machst okay. Kurz nochmal eine Decke. Hier, was? Eine Decke. Da liegt was. Ja, mach ich, okay. Ich muss jetzt genau noch 30 Sekunden an der zweiten Box craften. Die ist nicht mehr dran, ne? Was die sich dabei gedacht haben, oder wie aus? Unsere komische Medik. Nimm das Blut auf jeden Fall mit. Ja, Sleeping Bags holen wir gleich ganz am Ende. Mm. Okay, aber denk dran, ne? Es sind wirklich nur Holztüren hier. Das heißt, lass den restlichen Kram noch drin, oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Können sie auf jeden Fall aufbrechen. Aber es ist perfekt vom Ding her, weil mehr oder weniger, okay, über Nacht kriegen wir locker genug Mats hier, um das alles zu bauen, weißt du? 100 ist drin, aus einem kriegt man doch 4 sogar, sagte ich mal. Ja. Ja, das heißt, da haben wir schon 2 Doors. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen Holz sammeln, damit wir noch ein bisschen anbauen, einen Raum, weißt du? Ja, okay. Das bist du, ne? Mhm. Is it you? Seien die ganzen Zombies, sind die auch da? Ja. Ich finde gar nicht so schlimm. Oder findest du die schlimm, die ganzen Zombies? Geht, ja, ist nicht so schlimm. Ich liebe dieses Game und ich liebe diesen Start, das ist irgendwie ungefähr das Geilste. Und ich liebe es, wenn du so richtig verzweifelt bist in dem Game, weißt du? Man denkt so, okay, es war's wieder und dann schafft man es dann doch, weißt du? Hätten wir uns jetzt wieder komplett geraped und dann hätten wir wahrscheinlich auch vorne aufgeschlagen, dann wär's gewesen, ne? Ja, dann hätten wir... Die hätten uns kastriert. So, jetzt können wir auch gleich schon mit Medikits losziehen. Diese Spartaner, die dürfen uns nicht wieder finden. Wenn die irgendwo woanders wohnen, ist das eigentlich gar nicht so schlecht, dann kriegen die uns auch nicht so schnell. Wer war das gerade? Hm? Hat da jemand gerade gesprochen? Ich hab nicht gesprochen. Oh, scheißegal, wie viele gerade drauf sind. So, ich habe mein Sleeping Bag auch hier hingestellt. Ich muss meins gleich nochmal holen. So, was wollen wir? Ich habe noch ein Research Kit. Darf ich so? Ja. Und hab noch ein Research Kit. Dann lager das. Gut. So, was kommt hier rein? Lass mal alles reinhauen. Ja, ne? Ja. Wollen den Ofen anlassen? Jo, ne? Ja, ja. Gut, wollen wir los? Sofort. Willst du auch noch dein Bett kurz holen? Ja, mach ich noch. Und dann geht's los. Gut, das heißt, ich packe hier noch alles kurz rein. Unsere ganzen komischen Gammel-Headshots werden noch umgestackt. Willst du ganz paar Pfeile noch herstellen, solange du nichts zu tun hast? Ja, ich kann dir noch einen 10er-Stack geben, hab schon welche hergestellt. Ja, okay, hört sich gut an. Oh, ich brauche Bandagen noch neu, ich hab nur noch eine. Hier. Du nimmst auch das Large mit, ne? Ja. Hier. Danke. Pfeile wolltest du mir geben? Ja, gleich. Ah ja, genau, wir müssen auch das Sleeping Bag noch holen. Ah, ja, ja, ja. Hey, Karamba! Meinetwegen hast du auch da so noch Lederschuhe drin, ne, wenn du noch umbauen willst. Ich hab Kevlar. Ich nehme hier einfach Kevlar, ist mir scheißegal. So. Geil, hatte ich gleich ziemlich sauber den einen noch erwischt mit meinem Revolver, ne? Ja, glaube ich, um mir auch. Aber in diesem Spiel auf Kopf schießen ist einfach auch super OP, ne? Ist auch nicht einfach. Ne? So, als wenn die im Laufen sind. Aber merkst du das, wie viel so ein 1x1 deutlich mehr Platz drin ist als so ein Shelter, ne? Ja, klar. Darf ich einen Pfeil noch? Ganz klar? Ah, ja, klar. Ja. Hier. So. Wie viele Muni hast du eigentlich dabei? 16. 16? Ja. Ich habe jetzt nur insgesamt mitgeladen, habe ich 800 Kunden Typ. Nur insgesamt 10 nur. Schießt du den Typen? Achso. Seit wann halten hier 2 Dinger aus? Ist nur neu?
Hey, P52. Das ist geil. Soll ich noch ein bisschen mehr Muni mitnehmen, oder? Nein, warte schon. Schieß aber auf Kopf und nicht so krass Einzelfeuer. Einzelfeuer, Steuerfeuer. Du hast eigentlich mal gesagt, dass Revolver scheiße ist? Keine Ahnung, weil ich eigentlich einen Revolver stelle ich mir drunter vor, dass er nicht so schnell schießt. 29 Damage macht er. Das ist eigentlich recht gut. Das ist sogar mehr als... Nee, doch. Das macht mehr als diese andere Knarre. Gut, dafür fährt sie auch nur 8 Schuss, aber es ist mir recht egal. Wahrscheinlich hat sie recht viel Recoil, oder? Aber was echt stark ist, wenn der eine immer mit dem Bogen loszieht und der andere mit der Piste, weißt du? Und der eine chased immer richtig krass und der andere läuft einfach ganze Zeit immer nur hinterher. Also Bogen schießt durchgehen und andere läuft dann mal ganz schnell ran und so. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Meine Worte und so. So, wenn der Bogen dann trifft, dann tut's weh, ne? Ja. Sobald die Klaff Leute einmal mit dem Bogen getroffen worden, dann laufen sie weg. Ja, ist auch so, weil dann bist du einfach auch 30 oder so, ne? Achtung, kommt ein Zombie. Warte. Hast du Pickaxe? Ja, dann pullen wir sie mal kurz fertig. Lass mich die auch direkt pullen, das ist einfach hart für mich. Wow, der ist direkt von mir gespawnt. Lol, hier sind gerade ein paar gespawnt. Ich hab grad auch zwei in mir gespawnt. Ja. Ich hasse es, wenn sie gerade zuschlagen, dann kann man denen keinen Schuss geben. Ja, lass mal weg hier. Sparta. Boah, 16 M4 Muni, krass. Schön. Aber wir sind auch nicht zu weit weg von zu Hause, ne? Weil wenn irgendein Spasti mal unser Haus findet und denkt, oh, da ist ein Ofen drin und so und oh, da ist eine Holztür drin. Ja, stimmt schon. Wir brauchen Holz und das nicht zu wenig. Wir müssen jetzt eigentlich einen töten, der Holz hat. Ja, Research. Über das Feld würde ich gerade nicht so gerne laufen. Nö. Weil ich keine Pillen habe. Wollen wir hier im Wald bleiben? Ja. Wollen wir mal hier nach? Ja. Ja? Ja. Wird gerade dunkel? Ey, ich will gerade dunkel. So ein Troller, ey. Aber weiß sieht man auch echt gut, ne? So ein schwarzer ist, finde ich, auch noch so Tarnfarben, ne? Auch voller Unfair, ne? Ja, im Dunkeln schon. Ja, auch am Tag vom Ding. Oh, also so behindert, ey. Oh, Mann. Wir schreiben immer fest, ist immer auf 50-50, er fühlt sich auch leicht verarscht. Hier ist auch immer so eine Base. Siehst du das hier? Ja, klar sehe ich das. Guck mal, das ist ja schon wieder massenweise Stein, ne? Da rechts ist auch noch Stein. Nur, und wieder halt nur Stein, ne? Ja. Kannst du auf jeden Fall gleich mal P52 craften, ne? Ja, oh, soll ich die ganze... Ich nehme den ganzen Stein hier oben noch mit. Mach das mal. Wir craften uns davon gleich schön P52. Ich sehe den links ein. Was denn, oder? Naked. Achso. Also sobald oh, der Holz, perfekt. Ja, ist ja auch noch Holz. Sobald der Typ. Oh, lol, ich sehe zwei Holz noch. Zwei mal noch Holz? Ja. Oder? Oder hier war ein. Ah, hinter dir kommt er jetzt. Huntet der? Ja, huntet. Getroffen. Verpisst euch. Oh, er hat uns verpisst uns wieder. Ja, verpisst euch. Ganz gut, immer wieder ein paar Bandagen brauche ich dringend. Okay, lass zurück, oder? Ich finde, das ist ja an so einem Zeitpunkt, wo es zu dunkel wird. Hast du alles Holz mitgenommen? Eigentlich schon. Das ist gut, dann das Back. Oh, und da oben, oder? Warte. So ein Holz, da würde ich jetzt noch sagen, okay, bleiben wir sogar ganz kurz. Nee, ich selber kann nicht. Anders weg. Verpisst euch! Gib's hier Starter-Kit. Hatchet-Kit. Stell dir vor, jetzt sind da gerade welche an der Tür und wollen es gerade aufmachen. Ja, Mann, kann ich mir sogar vorstellen, ne? Ah, okay, ich meine, wir sind so einem Ofen drin
Und die ganzen Boxen. Ich meine, wer baut so ein Haus ohne eine Dings dort? Sieht man auch nicht fast nie. Ist das nicht auch schon unsere Base? Da oben ist da ja unser, ne? Ja. Das lockt so extrem an. Also drei Leute kommen auch wieder. Ich habe das Gefühl, als wenn sie aber keine Mats mehr haben. Aber immerhin leuchtet das Dings noch, weißt du? Das ist schlecht, das heißt, es ist nicht gespielt. Wer kommt dabei? Meinst du die Typen da oben, die Weißen? Ja. Ich glaube, die haben erstmal nichts. Haben die nicht zweimal gekillt? Ja, ich glaube, sie haben erstmal nichts mehr, aber sie werden bald wiederkommen, wenn sie was haben. Ja, ne? Da kommt doch schon wieder. Die Zombies, die pulpen echt richtig gut. Bastard, ey. Bin mal dran, ne? Ah, ja. Gerade aus einem Stein nur Metal und sowas rausgezogen. Boah, eine große Kiste mittlerweile. Okay, ich fange mal wieder an ein bisschen. Okay, mal gucken, wie viel Metal-Kram. Ja, 200 haben wir schon mittlerweile. Boah, wir haben so vollen Ofen. Hast du gerade Nita? Oder sonst packe ich da auch noch ein bisschen was rein. Ich baue hier gerade so. Jetzt kannst du. Hab schon mal 212 rausgenommen. Soll ich dir schon mal eine Door von bauen? Eine Metal-Door? Ja, ich crafte nochmal sechsmal, also Pfeile-Paket. Mach das. Gut, und dann machen wir gleich. Wie viel Holz haben wir? Lass mal gleich zählen und rechnen, okay? Vom Ding her, wo brauchen wir denn jetzt überall was? 45. Ja, wir haben nicht viel. Wir haben echt nichts. Nicht viel bekommen. Nee, ne? Irgendwie doch nicht. Ich glaube, beide haben. Ich habe gerade noch ein bisschen was gerade für die Pfeile wieder ausgeben, okay, ne? Ja, wie machen wir es am besten dann? Wie wir es machen, so war das, ist da sowas drin. Gut, also wir brauchen auf jeden Fall, ich habe jetzt 100, das könnte ich schon mal verkraften. Wood Planks, 10 Stück. Gut, das heißt, wir kriegen eine Foundation und dann glaube ich 6 kostet das und dann kriegen wir auch 2 Pillar, das würde reichen, genau. Da bräuchten wir noch eine Wall, ne, 2 Walls und ein Doorway. 2 Walls und 4, ich glaube ein Doorway auch 4. Hast du 120 Holz? Nee. Ja, unser Ofen ist richtig krank, ne? Oder? Ja, der arbeitet erstmal den ganzen nächsten Tag noch. Was? Du kostest sogar 8, okay. Ja, Holz brauchen wir. Das ist nicht zu wenig. So, wollen wir irgendwas noch researchen? Irgendwie haben wir die Dinger gerade mehr als genug. Ja. Einfach mal das hier mal researchen im Metal, so. Nee. Könnte aber was aus. Wir haben schon so viel Metal, wollen wir uns aus Metal eine Base bauen? Kann man echt fast echt schon überlegen. Okay, wir haben nur die ganzen Dinger nicht, die Baumaterial. Also das Material schon fast eher, aber wir haben halt die Rezepte nicht. Was kostet denn Revolver? Gute Frage, kann ich dir ganz gerne mal ganz hart gucken. Revolver macht das doch gerne mal bei dir, einfach wegen, immer wegen der Kamera mäßig. Und sie das mal bei dir immer so ewig lang. Die P250 kostet 12, die 9mm kostet 10, der Revolver kostet 60 Wood. Boah, ist ja voll bezahlbar, ey. 80 Metal Fragments, das sind. Ich glaub, 20, ne? Das sind 6 Low Quality Metal ungefähr. Achso, also, ja. Wow, geht, ne? Ja, ist nicht so teuer. Ist echt gut bezahlbar. So, ich habe ja noch 100 Holz hier. Soll ich das alles komplett verarbeiten? Dann haben wir überhaupt kein Holz mehr. 100 Holz, das heißt, dann würden wir 100, dann das heißt, wir würden 12 Dings haben. 12, was, lass mich kurz rechnen. Pillar brauchen wir 2, das heißt 4. Das heißt, wir haben mal 8 verbleiben, na komm, auch nicht so weit. Ich stell mal 6 her, ich stell mal eine Wand und 2 an einen Pillar her. Ja, vielleicht sollten wir lieber auch nochmal ein Dings, noch ein Feuer stellen. Ne, haben wir gar nicht. Campfire. So, warte, brauchst du halt noch Pfeile? Ich habe noch ein paar gecraftet. Ja. Wie Pfeile hast du jetzt? Genug. Gut. Wollen wir ein bisschen aufnehmen, natürlich. So. Ich habe eine Wand da jetzt schon, soll ich die da mal hinten ransetzen? Ja. Wo soll ich die hinsetzen? Kannst du nicht, da fehlt ein Pillar. Achso, ja, stimmt. Warte, den baue ich dir schnell, okay? Dauert eigentlich 10 Sekunden. 5 sogar. Wie viele Pillar brauchst du gerade? 1. Dann baue ich auch noch einen Pillar. Sehr gut. Dann kommen wir beide mit unseren Pillar-Männern. Ha. Nicht so was denn. So. Da. Und dann setze ich meine Wall mal hier hin, an die Seite.
Gerne unsere Tür hier hinbauen. So. Ich weiß, dass wir auch hier, wir müssen auf beiden Seiten was bauen. Ich weiß. Wir brauchen echt richtig Holz. Warte mal. Abartig. Ja, dann können wir können ja hier so offen lassen, weißt du? Guck mal, dann bauen wir jetzt unseren Doorways. Guck mal, hier bauen wir unser Doorway. Und hier, würde ich sagen, oder? Also sozusagen, dann lassen wir hier, aber lass mal hier keine Wand hinbauen. Also hier müssen eine Foundation hinten. Ja, zwei Foundations noch. Haben wir gerade eingebaut. Komm mal rein wegen diesen scheiß Zombies. Ich hab meine Mann ist leer. Weil hier haben wir 40 Holz drin und hier haben wir noch gar kein Holz mehr drin. Gut, das heißt, du hast nicht gelogen. Das will ich nichts haben. Warte mal, Gump, wie sieht es aus? Ein bisschen mit 9 mm, aber 9 mm müssten wir eigentlich noch der hier haben, oder? Oh, 16. Nehmen wir mal ein bisschen was mit, ne? Ja, klar. Gut. Sollen wir den ganzen Kram wegbringen? Mach mal bei dir, das ist sonst zu langweilig. Was soll ich denn machen hier? Hier gibt's nichts zu tun. Wir könnten noch irgendwie überlegen, ob wir jetzt hier irgendwas herstellen, aber von dem her gibt's ja hier auch echt nichts. Gut. Dann lass doch ganz kurz sagen, dann machen wir kurz eine kleine Pause, warten bis die Nacht vorbei ist und dann machen wir gleich weiter, okay? Jo. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, Freunde, haut rein und ciao.